Ein Kondensator mit einer Kapazität von 0,10 Mikrofarad wird in Serie geschaltet mit einer Batterie, die aus drei parallel geschalteten Kondensatoren besteht, mit jeweiligen Kapazitäten von 0,15 Mikrofarad, 0,50 Mikrofarad und 0,25 Mikrofarad. Berechne die Kapazität von diesem System. Hier ein Modell von solch einem System. Und hier die Angaben. Die Kapazität C1 beträgt 0,10 Mikrofarad, also 0,1 mal 10 hoch minus 6 Farad oder auch 10 hoch minus 7 Farad. Die Kapazität C2 beträgt 0,15 Mikrofarad, das heißt 0,15 mal 10 hoch minus 6 Farad, also 1,5 mal 10 hoch minus 7 Farad. Die Kapazität C3 beträgt 0,50 Mikrofarad, das heißt 0,5 mal 10 hoch minus 6 Farad oder auch 5 mal 10 hoch minus 7 Farad. Die Kapazität C4 beträgt 0,25 Mikrofarad, das heißt 0,25 mal 10 hoch minus 6 Farad oder auch 2,5 mal 10 hoch minus 7 Farad. Gefragt wird die gesamte Kapazität von diesem System. Die nennen wir groß C und drücken sie in Farad aus. Die Kondensatoren 2, 3 und 4 sind parallel geschaltet und wir wissen, für eine Parallelschaltung von Kondensatoren erhält man die gesamte Kapazität als Summe der Teilkapazitäten. Also die Kapazität von dieser Batterie wird berechnet durch C2 plus C3 plus C4. Und diese Gesamtkapazität nennen wir C234. Hier brauchen wir jetzt nur C2 zu ersetzen durch 1,5 mal 10 hoch minus 7, C3 durch 5 mal 10 hoch minus 7 und C4 durch 2,5 mal 10 hoch minus 7. Dann können wir 10 hoch minus 7 sofort ausklammern und die Summe zwischen Klammern ergibt 9. Und somit wissen wir, die Kapazität von dieser Batterie beträgt 9 mal 10 hoch minus 7 Farad. Der erste Kondensator ist mit dieser Batterie in Serie geschaltet und wir wissen, für eine Serienschaltung findet man die gesamte Kapazität anhand der Teilkapazitäten durch diese Formel. Hier in unserem Fall gilt also 1 geteilt durch die gesamte Kapazität C, die wir suchen, ist gleich zu 1 geteilt durch die Kapazität C1 plus 1 geteilt durch diese Kapazität C234. Hier ersetzen wir C1 durch 10 hoch minus 7 und C234 durch 9 mal 10 hoch minus 7. Und so erhalten wir diese Summe von diesen zwei Brüchen. Um die zu addieren, machen wir sie gleichnamig und addieren die Zähler. Und somit finden wir, dass 1 geteilt durch C gleich ist zu 10 hoch 8 geteilt durch 9. Was bedeutet, C geteilt durch 1, also C, ist gleich 9 geteilt durch 10 hoch 8, also 9 mal 10 hoch minus 8. Und somit haben wir herausgefunden, dass die Gesamtkapazität von diesem System gleich ist zu 9 mal 10 hoch minus 8 Farad oder auch 0,09 Mikrofarad.